Hey Leute, was geht? Willkommen zurück hier bei Days Gone. Wir sind ja immer noch dabei, letztes Mal gefailt, uns in dieses Camp zu schleichen. Einfach mal alles markieren wollen. Ja, ist schwierig. Wir müssen gucken, dass wir da ein bisschen intelligent mit Steinen vorgehen, etc. Sie liefen einfach weiter. Mein Sohn hat einen erledigt, hat dafür sein Messer genommen. Ich hätte ihn davon abhalten sollen. Zwei weitere sprangen ihn an und ich. Wir haben ja gesehen, dass da relativ viele Dudes sind. Bestimmt auch ein, zwei Dudins. Die Frage ist, ob wir nicht einfach da drüben lang können. Weiß ich nicht. Mein Fachgebiet ist ja eher so Leute killen. Okay, Freunde. Hier draußen ist doch was. Ist da was? Nein. Da ist nix. Da war doch was. Was redest du denn da? Schön ruhig und langweilig, wie es sein sollte. Was hast du später noch so vor? Ich werde mal versuchen zu schlafen. Die Kleine, Lisa oder so. Die Neue. Sie heult die ganze Zeit. Die ersten Tage hat sie mich gar nicht schlafen lassen. Was hat sie nur? Sie war da draußen. Was erwartest du? Wollen wir wetten? Wir werfen sie noch vor Monatsende raus. Da spielt Aaron Mike nicht mit. Er kriegt das doch sicher gar nicht mit. Und er weiß, dass sie hier ist. Ist ja nicht zu überhören. Sie heult die ganze Zeit. Mittlerweile ist sie ruhig. Vielleicht hat sie begriffen, dass das nicht hilft. Ich hab sie ganz schön lange nicht mehr gesehen. Oh Leute, ich bin super angespannt. Und es sieht nicht so aus, als gäbe es hier Checkpoints. Kann ich da lang oder muss ich hier in der Mitte durch? Hey. Was? Wie, wat? Willst du mit durchgeknallten Arschlöchern Frieden schließen, die sich aufschlitzen? Diesem Abschaum ist nicht zu trauen. Ich weiß nicht so recht. Skizzo hat recht. Diese Arschlöcher verstehen nichts als Gewalt. Die unterzeichnen Friedensverträge wie die UNO und zeigen Schwäche. Skizzo. Klingt wie eine Rapper-Vereinigung. Okay, die sitzen da und gucken direkt hier rüber. Was? Ich hab's gesehen. Wie läuft's? Mike,
Oh, Scheiße. Iron Mike. Schizo, du Dreckskerl. Joe hat Narben am ganzen Kopf, als hätten sie ihn skalpieren wollen. Und all die anderen? Sie wurden abgeschlachtet, Mike. Abgeschlachtet. Das Einsammeln der Leichenteile hat Stunden gedauert. Ich wollte sie nicht den Freaks überlassen. Es ist was ist da los? Und du weißt es. Wir müssen zurückschlagen. Hier oder die ist Ripper was. Werden... Raymond, Schizo, lass gut sein. Lass einfach gut sein. Was ist mit der nächsten Gruppe, Mike? Verdammt, da war jemand. Verdammt, Carlos greift bereits nach dem Rogue Camp und Camp Pioneer. Das ist noch nicht hier sicher. Ist jemand. Sie ziehen nach Norden. Sie haben es bei Radio Free Oregon gesagt. Da gab's einen Ripper. Wer ist das? Oh, seit wann hörst du denn auf diesen Spinner Copeland? Er mag ein Spinner sein, aber ich glaube schon, dass er einen Ripper mit einem Schlachtmesser erkennt. Was geht? Wer ist das? Hier ist doch was. Sie sind nicht hier, aber du kannst auch gern selbst nachsehen. Wir kommen wieder. Du weißt, Eddie hasst es, wenn du dich in ihren Kram einmischst. Die haben hier Motorräder, Freunde. Wer war das? Ja, ich dachte, da ist jemand. Das war ein Stein. Das war ein Stein? Hier ist was. Da ist es. Jetzt muss ich nur noch irgendwie reinkommen. Warum? Hier stimmt was willst nicht. Willst du sie angraben oder geht dir dabei einer ab? Nein, Mann. Ich bin nur neugierig. Ich hatte Küchendienst und sah, sie sah gut aus. Einfach toll. Ich will es jetzt nicht auf die letzten Meter versauen. Sie sind nicht hier, aber du kannst auch gern selbst nachsehen. Ich muss wirklich sagen, dass Ricky hier alles am Laufen hält. Ricky Iron Mike? Okay, wir haben's, Freunde. Easy. Glaubst du, ja? Ah, verdammt. Hi, Ricky. Hi, Eddie. Ich will keinen Ärger. Mach bitte Platz, ich finde allein Nein, raus. Mann, was zum was machst du? Oh, erschießt du mich jetzt? Oh, warte, ihr habt einen Code, richtig? Ihr dürft nur im Notfall auf Frauen schießen. Und jetzt musst du. Oh, Scheiße, okay. Hör zu, lasst es mich erklären. Check mal die Kühlbox. Was, verkaufst du jetzt etwa Drogen für Tucker? Als du die Kleine gebracht hast, hielt ich dich für geläutert. Aber das stimmt wohl nicht. Nein, es sind keine Drogen. Was? Antibiotikum. Boozer ist krank. Er hat eine Blutvergiftung. Wo sollte ich denn sonst hin? Blutvergiftung? Was ist passiert? Ist das wichtig? Ich hab's versaut. Bring ihn her. Los, hol ihn, bring ihn her. Nein, das geht nicht. Doch, das geht. Mir ist egal, wer er ist und mir ist egal, was Iron Mike sagt. Wenn jemand krank ist, ist er krank. Wir müssen aufeinander aufpassen, denn mehr haben wir nicht. True. Komm, ich nehm dich mit. Das ist das, was mich die ganze Zeit schon so irre macht. Weißt du, es sind die letzten paar Menschen in so einer Zombie-Apokalypse. Erinnerst du dich an das Camp, als wir zum ersten Mal ins Tal fuhren? Und alle gegeneinander, Alter. Scheiße.
Das nennst du ein Bike? Es ist vielleicht kein schickes Drifter-Bike, aber es wird reichen. Steig auf. Das gefällt mir mehr als unseres. Damn. Egal, Hauptsache Boozer wird geholfen. Die Kleine, die bei mir war. Lisa. Bringst du mich später zu ihr? Nein. Ach, verdammt, Ricky, was soll das? Warum nicht? Ich kann nicht, sie ist nicht hier. Warte, Moment, einen Augenblick, Mann. Wo ist sie? Vor ein paar Tagen hat Skizzo sie zum Plündern eingeteilt. Sie und drei andere sind rüber zum Rogue Camp wegen ein paar Vorräten. Sie kam ohne sie zurück. Sagst du mir, sie haben sie alleine gelassen? Ganz alleine da draußen? Nein, das haben sie nicht. Sie ist weggelaufen. Scheiße! Es gibt genug da draußen. Wölfe, Freaks, Ripper. Du hast die Wahl. Und was hat sich Skizzo dabei gedacht, sie mit auf Tour zu schicken? Jeder muss mit anpacken, Dick. So sieht's aus. Und das weißt du. Ich glaub die Scheiße einfach nicht. Sie hatte in Marion Forks jahrelang alleine überlebt. Ja, dann hättest du sie vielleicht da lassen sollen. Fuck you. Mister! Hey. Hau ab oder ich puste dir den Kopf Rosa, weg! Ich bin's. Nein, zurück! Wow. Hey. Hey, ich bin's, Ricky. Erinnerst du dich? Ich war vor einem Jahr bei euch. Ricky. Tamalo? Ja. Und vom Tamalo zum Lost Lake? Ja. Warte. Das stimmt. Wie geht's dir denn? Boozer, alles klar? Alles schick. Du hattest trotzdem nicht das Recht, uns zu beklauen. Soll das ein Witz sein? Sieh dir den Arm an. Was sollte ich tun, hä? Ich weiß nicht. Vielleicht fragen? Oh Himmel. Seht euch an, die Biker Boys. Die härtesten Drifter da draußen, richtig? Und jetzt kriecht ihr zurück zu Iron Mike. Oh, halt! Falls er euch lässt. Na los, bringen wir ihn zurück zu Eddie. Komm schon. Keiner will zu fucking Iron Mike. Das kann ich allein. Ricky. Ja, Boozer, Ricky. Der Boozer ist so ein Paket, ne? Warte, wo gehen wir hin? Eddie sagte, sie würde sich deinen Arm mal ansehen und vielleicht kann sie was für dich tun. Was? Nein, du bringst mich in kein verdammtes Camp. Ich kann fahren, verdammt nochmal. Aber wir sind... Ach, verdammt, Boozer, es ist doch nur für ein paar Tage und wir holen uns was für deinen Arm. Nein, du weißt, wie es da läuft, Deke. Du kannst nicht klar denken, das ist nicht Hot Springs, sondern Lost Lake. Iron Mike, weißt du noch? Iron Mike? Wir werden draufgehen. Du hast gesagt... Das ist eine Ewigkeit her, das Camp wurde ausgebaut. Sie haben mehr Leute. Wir werden alle sterben, Mann. Wir sind längst wieder weg, bis so etwas passieren kann. Das Camp hat den einzigen Arzt im Umkreis von 100 Meilen. Eddie, sie wird sich um dich kümmern. Nur für ein paar Tage. Ja, und dann verschwinden wir von hier. Nach Norden, wie du sagtest. Dann hauen wir hier ab. Ja, Richtung Norden. Lassen den ganzen Scheiß hinter uns. Hauptsache, die helfen dem, Alter. Okay, also, ich gehe zurück und sehe nach ihm, ob er okay ist. Feigling. Ja, da hast du recht. Und wie lange? Bis er wieder fahren kann, meine ich. Du meinst, wie lange ihr hier bleiben müsst? Wir haben Antibiotika, aber nicht genug. Wenn Iron Mike euch bleiben lässt, hat dein Freund eine Chance. Shit. Shit. Was ist passiert? Was hat seinen Arm verbrannt?
Wir trafen auf ein paar Ripper, südlich von Belknap. Ich schätze, sie mochten seine Tattoos nicht. Scheiße. Ich wusste schon, dass sie sich manchmal selbst so verstümmeln. Aber Leute, die sie rekrutieren wollen? Usa war kein verdammter Rekrut. Tucker sollte ihnen einen Deal vorschlagen, wie Iron Mike. Ricky, er versteht's einfach nicht. Carlos wird sich an keinen Deal mit Lost Lake halten, zumindest nicht lange. Und Mike versteht das einfach nicht. Er versteht mehr, als du denkst. Du hast eine gute Seite, Deke. Allerdings scheinst du sie töten zu wollen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Shit. Keine Ahnung, was mit Iron Mike passiert ist, aber alles, was wir wissen, ist, er will uns tot. Das wird jetzt bestimmt lustig. Sehr, sehr lustig. Du darfst ihm kein einziges Wort glauben, Mann. Eddie ist schwach. Mike, wir haben nicht genug für die, die mit anpacken können. Geschweige denn für einen Krüppel. Er ist kein Krüppel, er kann arbeiten. Ich sage, wir werfen die Penner raus. Mike, sowas machen wir nicht. Oh Mann, hör dich doch an. Und du? Bist du es leid, Tuckers kleine Schlampe zu sein? Raymond, ha? Schluss damit. Nenn mich nicht so. Ich bin's verdammt leid. Okay, das reicht. Siehst du? Du weißt, wer dieser Scheißkerl ist und weißt, genug was genug jetzt. Und du? Du steckst das Ding weg. Mike, Deacon war der, der mir weiß, das Mädchen brachte. Ich weiß. Und ich weiß genau, was er für einer ist. Was er getan hat. Bist du etwa unschuldig? Oder Ricky? Und was ist mit mir? Wir waren alle in der Außenwelt, Skizzo. Wir alle taten Dinge, die uns jetzt leid tun. Wir brauchen noch einen Biker. Macht mal halblang. Ich brauche nur ein paar Tage und etwas Antibiotikum. Ach. Ich mache, was ihr wollt. Sicher, Mike. Wie du meinst, ich bin dabei. Komm mal mit. Ich traue dir nicht. Hau bloß ab. Hip-Hop-Boy, Alter, ein Problem mit uns auch. Hab sie nicht hergebracht, Skizzo. Boosa brauchte Hilfe. Er ist in die Krankenstation eingebrochen. Die ist nicht gerade gut gesichert. Du arbeitest also nicht mehr für Tucker. Dafür ist die Kleine jetzt hier. Ja? Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe, wegen der Sache mit Tucker. Wart ihr lange unterwegs? Du und Bill? Keine Ahnung. Wie gesagt, man verliert das Zeitgefühl. Wenn hier bis nächstes Frühjahr niemand Wurzeln schlägt, sich reinkniet und Nahrung anbaut, dann sind wir geliefert. Wenn ihr euch um Boosa kümmert und wir erstmal hier bleiben dürfen, dann helfe ich euch bei allem, was ihr braucht. Ich will nur, dass du weißt, sobald er wieder auf dem Damm ist, packen wir die Ausrüstung zusammen und fahren nach Norden. Norden, Es gibt ein Camp nach Smith Rock. Boosa war noch nie da, aber egal, dieser Ort hier ist nichts für mich. Wir sollten weiter. Ein Neuanfang? Das kann ich gut verstehen. Geh jetzt. Lass mich allein. Ich muss erst mal nachdenken. Klar, Mike. Ja, wie du meinst. Aber Ricky soll mich anfunken, wenn ihr was braucht. Also dafür, dass das so ein Riesenproblem mit Iron Mike geben sollte, lief das doch ziemlich gut. Weißt du, wie ich meine? Ey, wo kann ich denn? Drifter-Armbrust? Die haben wir doch. Okay, Freunde. Wir haben ein neues Camp. Lal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 
Nice. Und hier scheint es einen Mechaniker zu geben. Aber erstmal quatschen wir kurz mit Eddie. Deacon, hey. Ist alles okay? Was ist? Deshalb bin ich eigentlich nicht hier. Okay. Ich wollte nur wissen, ob du vielleicht was brauchst für die Krankenstation. Eigentlich brauchen wir so ziemlich alles. Es fehlt immer was. Zum Beispiel Medikamente, sterile Verbände, Instrumente. Hier. Ein Listenmesser. Ja, das verwendeten die Ärzte im Bürgerkrieg für Operationen im Feld. Operationen? Ja, damals gab es noch keine Anästhesie oder Laudanum. Hier steht auch, wo du vielleicht eins finden könntest. Das ist die Broschüre vom Besucherzentrum. Sherman's Camp, ja, der Ort, an dem es vor Freakern nur so wimmelt. Ich schau mal, was ich tun kann. Ja, ich... Deacon. Danke. Ich habe das Gefühl, dass das hier mit dem Camp ganz übel ausgehen könnte. Rüber nach Sherman's Camp. Das wird die Hölle da sein. Ricky ist eine Schrauberin? Ach nee, sie gibt uns Jobs, okay. Was willst du denn? Kümmer dich einfach um deinen Laden. Holy Mama. Alles klar. Also wir müssen auch hier Vertrauensstufe aufbauen, ganz normal. Aber das wird ein richtig schönes Bike, Alter. Ich hab zu tun, Dick. Das heißt aber, dass wir ab jetzt alles hierher bringen werden. Aber schon mal ein Vorgeschmack auf das, was wir irgendwann hier haben werden. Okay, Ricky Huntnix. Schauen wir noch mal, wo können wir denn hier, können wir die Beute abgeben? Hey, es geht mich ja nichts an, aber es hieß, du bist zurück. Ja, es geht dich nichts an, hast recht. Hätte ich nicht mitgerechnet. Man könnte sagen, Iron Mike und ich haben uns geeinigt. Echt? Echt? So was. Hat Ricky vielleicht was damit zu tun? Wie du schon sagtest, das geht dich nichts an. Ah, okay. Ja, bis dann. Hey. Hey, ich hab eine Frage. Du kamst doch gestern Abend her mit Ricky und, wer war der Typ? Boozer oder auch William oder Bill, Ich nenne ihn schon immer Boozer. Frag nicht, warum. Hatte ich? Ich meine, ist der okay? Ich war kurz da, um Eddie zu sehen. Er sah nicht gut aus. Ja, er wird schon wieder. Sobald er versorgt ist, fahren wir nach Norden. Verstanden? Also lass es gut sein, okay? Weird. Ist das weird oder finde ich das nur weird, Freunde? Aber das ist ein ganz geiles Camp hier. Ah, hier.
Mehr habe ich nicht. Okay. Das heißt, alle Dudes, die wir irgendwie finden, werden wir hier abliefern. Jetzt müssen wir bloß noch unser Motorrad finden. Das war hier beim Mechaniker irgendwo. Da. Ich will hier heute keinen Ärger. Und dann müssen wir mal gucken. Infizierungsgebiet. Sherman's Camp. Ich denke mal, dann geht's für uns noch weiter hier nach unten später. Krass. Das ist krass, Alter. Überleg mal, wir waren nicht mal hier. Wir waren nicht einmal da. Wir waren nie da. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist eine riesige Anlage. Müssen wir irgendwann mal hin. Okay. Ich hab deinen Mann. Lebt er noch? Gerade so. Er ist zu Fuß auf dem Rückweg. Vielleicht schickst du ihn. Mach ich. Danke, St. John. Copeland Ende. Bam. Bam. Hallo? Ist da jemand auf dem Kanal? O'Brien, bist du das? Ja, hier ist O'Brien. Du hast noch ein Funkgerät von uns. Gut, okay. Hör zu, ich versuche dir zu helfen, diese Frau zu finden. Sarah Whittaker. Ich habe sie in den Heli gesetzt. In der Nacht in... Ja, ich weiß, okay. Aber zuerst musst du was für mich tun. Warte, was? Du willst was von mir? Achte auf die Digitalanzeige deines Geräts. Ich schicke dir eine verschlüsselte Nachricht. Koordinaten. Wir treffen uns dort. O'Brien, worum zum Teufel geht es hier? Triff mich einfach dort. In meiner Nähe wird's von Nero-Soldaten wimmeln. Sie dürfen dich nicht sehen. O'Brien, Ende. What? Ada Tucker in Deacon St. John, kommen. Deke, hörst du mich? Nein. Hey, Tucker, gibt's was zu tun? Okay, ich komm vorbei. Deacon Ende. Okay, wir werden uns jetzt erstmal mit O'Brien treffen. Wenn er Informationen zu Sarah hat, dann will ich's wissen. Aber ey, können wir kurz darüber reden, wie souverän ich einfach mich da durchgeschlichen habe? Ich bin so ein richtiger Schleicher, Alter. Aber ich find's Gebiet hier geil. Okay. Okay, da bin ich. Himmel. Bitte schleich dich nie wieder so. Weißt du was wegen Sarah, der Frau aus deinem Heli damals? Nichts. Nicht. Deswegen komme ich her? Warte. Das braucht etwas Zeit, okay? Ich riskiere mein Leben, wenn es jemand rausfinden sollte. Die Kerle mit den Schnappen. Ihr spielt im selben Team, O'Brien. Hör zu, das sieht nur so aus. Hör mal, ich habe keine Zeit für Erklärungen. Aber ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Ein Wellenlängenrekorder und ein paar GPS-Sender. Du musst nur... Bleibt keine Zeit, hör zu. Scheiße, ich weiß nicht mal deinen Namen. Deacon St. John. Gut, hör zu, Deacon St. John.
Wenn ich mein Leben riskiere, damit du dein Mädchen findest, Sarah, dann musst du auch was für mich tun. Okay. Achte auf das Funkgerät. Ich melde mich gleich. Was geht hier ab? Du kennst nicht mal meinen Namen. Du wirst ihn schon auch kennen, wenn wir fertig sind, O'Brien. Aufs Funkgerät achten? Ich hatte es die ganze Zeit bei mir, du Dreckskerl. Heilige Mutter Gottes, wie lange muss ich jetzt wieder warten? Hallo? Hörst du mich, Deacon? Ja, ich höre dich. Was soll der Scheiß hier? Was willst du? Ich habe diesen Kanal für andere blockiert. Er ist sicher. Was willst du? Ich habe dir über Funk ein paar Koordinaten geschickt. Du musst diese Orte aufsuchen und... Was? Wieso? Hör mir einfach zu. Vor Ort befinden sich mehrere... Hör mir einfach zu, sorry. Ich muss wissen, was sie vorhaben. Dann frag sie doch einfach. Ich kann nicht. Hör zu, das ist eine lange Geschichte. Dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Sagen wir es mal so. Leute, die weit über mir stehen, führen hier alle ihre eigenen Feldmissionen durch. Niemand weiß, was die jeweils anderen tun. Die Welt geht unter und ihr Scheißkerle tut so, als wäre nichts passiert. Wohin? Ich schicke dir die Koordinaten. Verdammt, O'Brien, okay. Ich sehe mal, was ich tun kann. Versuch, so viele wie möglich zu erreichen. Da gibt's aktive LZ, Landeplätze, geprüfte Ausstiegsstellen. Ja, verstanden. Aber dafür bist du mir was schuldig, O'Brien. Ja. Ich hab's schon. Einen Moment. Was geht hier ab? Also jetzt mal ehrlich, was geht hier ab? Ich kann es euch sagen, was hier abgeht. Folgenende. Freunde, wie es hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Wir haben einen Haufen neues Zeug, Alter. Wir können, wir haben gesehen, wir können unser Motorrad noch weiter aufrüsten, endlich. Naja, zumindest haben wir gesehen, dass wir es bald können. Und wir haben irgendwelche komischen, kryptischen Hinweise von O'Brien. Dem Ficker. Freunde, ich freue mich, wie es hier weitergeht. Ich freue mich drauf auf die nächsten Folgen. Ich freue mich über eure Kommentare. Und ey, ich wollte sagen, danke an jeden, der hier noch einen Daumen hinterlässt. Macht übel Spaß mit euch. Schön zu sehen und schön zu wissen, dass es da draußen Leute gibt, die Bock auf die Videos haben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.